Gestern begann die systematische Räumung des Hambacher Forstes. Das ist ähnlich wie hier in Frankfurt. Der Flughafen Ausbau. Und es wird wieder ausgebaut. Immer weiter. Und im Hambacher Forst noch mehr. Unglaublich, was da passiert. Das ist so mein Ding. Nein, das finde ich absolut scheiße. Die meisten kriegen ihren Arsch ja nicht hoch. Und ich kann es auf deiner Seite verstehen, man ist so voll, übervoll mit seinem Alltag und allen Verpflichtungen, die man ständig hat. Aber wenn man irgendwas bewegen will, dann muss man halt mal den Hintern hochkriegen und mal irgendwo hinmarschieren. Ob das was bringt, ich weiß es nicht. Aber etwas im Herzen sagt mir, ich muss das tun und dann muss ich diesem Ruf folgen. Also German Watch hat eine sehr beeindruckende Statistik gemacht, wo sich jeder Statistiker freut, weil es so saubere Kurve ergibt. Und die bezieht sich auf den Bildungsgrad. Die Leute, die einen Hauptschulabschluss haben, haben einen geringeren Fußabdruck im Durchschnitt in Deutschland als alle, die einen Realschulabschluss haben. Die Leute, die Abitur haben, erzeugen mehr CO2 als alle Leute mit Realschulabschluss und so weiter geht es über Studium, Doktor, Professor. Und es steigt immer weiter mit dem Bildungsgrad an. Das korreliert natürlich mit dem Geld, was letztlich über die Bildung passiert, aber es zeigt, wie es mit der Verantwortung derjenigen, die studiert haben, eigentlich bestellt ist. Engagieren sich seit Jahren. Die Leute wollen nicht, dass die Kohle dort abgebaut wird. Die Menschen wollen, dass dieser Wald erhalten bleibt. Warum geht man nicht in einen demokratischen Prozess rein, sondern entscheidet autoritär mit fadenscheinigen Argumenten wie jetzt dem Brandschutz? Die Polizei brach einem Menschen auf äußerst brutale Art den Arm. Denn sie nahm sich nicht die Zeit, um die Person auf die Hebebühne zu tragen, sondern riss den Arm an das Gelände der Hebebühne, knickte ihn runter und erst nachdem der Arm gebrochen war, zog sie den Menschen irgendwie hinterher. Einem Menschen wurde nach einer Tripod-Räumung Wasser von der Polizei verweigert. So lange, bis letzten Endes auch die Presse forderte, dass der Mensch Wasser bekommen soll. Eigentlich, dass Deutschland sich kein bisschen besser schlägt als die USA unter Trump, wenn es um Klimaziele geht und um Nachhaltigkeit. Und dass wir uns aber immer so darstellen, also nicht wir, sondern die deutsche Politik stellt sich so dar, als wären wir so nachhaltig, weil wir so viel darüber reden und nachdenken. Fallen Bäume, heißt es für uns, geht auf die Straßen, nehmt an Aktionen des zivilen Ungehorsams teil, besetzt Bäume, kommt in den Hambi.